Hi und herzlich willkommen heute wieder zu einer weiteren Folge, was ich an einem Tag esse. Und ich bin aufgewacht mit unglaublich Durst, weil es gestern 37 Grad war. Es ist, ich liebe Sommer, ne, aber 37 Grad ist dann doch eine Spur zu wenig. Also werde ich auch heute wieder Angst vor Nierensteinen bekommen, weil ich so viel trinke. Mal gucken. Das Frühstück ist ein bisschen anders. Ich habe Zucchini, weil ich Zucchini noch hatte, aus meiner Solawi-Kiste. Und ansonsten halt Haferflocken. Und ja, ich zeig's euch jetzt mal. So, das wären die Zucchini. Eine Tasse Kaffee und Haferflocken mit Soja, Schnetzel, Paranuss, Chia. War's das vorerst? Paranuss, Chia. Ja, da kommt noch, ich tue noch ein bisschen Stevia rein und Sonnenblumenkerne kommen noch rein und Banane kommen noch rein und so Sachen. Ja, ich zeige euch, wie es fertig aussieht. Frühstück Nummer 1 ist sehr leckere Zucchini aus Köln und Gurke aus Köln, weil ich habe von Gurken einfach viel zu viele. Die scheinen hier zu wachsen wie Gras und ich muss die irgendwie aufbrauchen. Ja, das war das Erste. Frühstück Nummer 2. Ich habe eine Banane drunter gematscht, ich habe ein Blatt Pfirsich drauf getan und Sonnenblumenkerne drüber gestreut. Und Zimt ist noch mit drin. Jo, das war Frühstück. Es ist 11:30 und ich fange an zu kochen. Und ich habe jetzt bei 37 Grad angefangen, zwar zu kochen, aber das Essen nicht mehr warm zu essen. Denn nachdem man gegessen hat, ist das nochmal um Längen heißer. Und ich mache eigentlich nichts anderes, als alle 10 Minuten zum Waschbecken zu rennen und mir irgendwo Wasser hinzutun, um das, damit ich kühle. Ich traue mich überhaupt gar nicht mehr aus dem Haus raus bei den Temperaturen. Naja, ja, jetzt habe ich den Herd an und es wird noch heißer und ich zeige euch, was ich koche. So, darin sind rote Linsen. Ich habe vergessen, Linsen, also Hülsenfrüchte einzuweichen. Zucchini. Fenchel, kann auch nicht mehr denken. Mangold. Und ich weiß nicht, es kann sein, dass ich ein bisschen was davon rein tue. Das ist Olivenöl, was mir ein Freund, ein kroatischer Freund, geschenkt hat. Seine Eltern in Kroatien haben Olivenbäume und die haben daraus Olivenöl gepresst. Und ja, ich wollte es nicht unhöflich sein und ablehnen. Und jetzt fürchte ich, muss ich das aufbrauchen. Mal gucken, Teelöffel oder so. Es ist aber unglaublich aromatisch. Viel besser als irgendwie gekauft ist. Das war schon mal erstaunlich. Überlege ich mir noch, ob das damit reinkommt. Vielleicht ein Teelöffel oder so. Und ich zeige euch, wie es fertig ist. Wespe, weg mit dir! Du bist schon auf dem Katzenfutter, du brauchst nicht mal fressen. So, und das ist jetzt ein Teil meines Mittagessens. Ich habe das ein bisschen abkühlen lassen. Ich habe keinen großen Hunger, was natürlich auch wieder mit der Hitze zusammenhängt. Ich habe einen Esslöffel Sonnenblumenkerne drüber getan und einen Teelöffel von dem Olivenöl. Und jetzt mal gucken, ob Essen überhaupt geht heute. Mehr schaffe ich nicht. Es ist immer noch sehr warm. Und mir wird schon wieder sehr heiß. Dessert wird jetzt eine Birne. Es ist 17 Uhr und Romy und mir ist heiß. Das arme Kätzchen hat Fell bei 37 Grad. Und wenn es sich Abkühlung verschaffen will, dann liegt es hier auf dem Fußboden, weil das so das Kälteste ist, was es gibt. Arme Socke. So, und ich esse jetzt die Reste vom Mittagessen, die ich jetzt euch auch zeige. So, also Reste vom Mittagessen. Da ist wieder ein Esslöffel Sonnenblumenkerne drauf. Und davon werde ich nicht satt werden. Ich habe aber auch gar keinen Bock, bei der Hitze was zu kochen. Da gibt es zum Dessert dann noch 2 Bananen, denke ich. Und heute ist Mondfinsternis. Hilfe! Um 22.22 Uhr soll man die gut sehen können in Köln. Mein Plan ist, mit einer Flasche Bier in den Park zu gehen. Und das Bier hat natürlich auch Kalorien. Also kommt das auch noch hinzu. Also ich habe keine Ahnung, was dabei rauskommt. Schauen wir mal. Es ist 21.21 Uhr. Ich komme gerade vom Kiosk. Es ist immer noch heiß und habe ein alkoholfreies Becks gekauft. Und auch noch ein alkoholhaltiges Kölsch. Heißt drauf. Und irgendwo da oben soll nachher der Blutmond auftauchen. Noch weiß ich nicht, ob ich ihn von meinem Balkon aus sehen kann oder nicht. Und wenn ich ihn von meinem Balkon aus sehen kann, dann bleibe ich natürlich auf meinem Balkon. Und wenn ich ihn nicht sehen kann, dann gehe ich in den Park mit dem Weißdorf. Und das war's für heute.
So, kommen wir zur Auswertung des Tages und der war besser, als ich in Anbetracht von zwei Bier dachte. Also einem alkoholfreien und einem normalen Bier. Kalorien waren so wie immer 2273 waren es, davon 13% Fett, 6% Alkohol, 10% Eiweiß und der Rest waren Kohlenhydrate. Mein Omega-3 zu 6 Fettsäureverhältnis war auch in Ordnung, trotz des Teelöffels Olivenöl. Krasser Scheiß. 2,8 Omega-3 zu 10,9 Omega-6, das war ein Verhältnis von 1 zu 4. Das war gut. Eiweiß war weniger als sonst, weil ich ja quasi nur eine Mahlzeit gegessen habe, die ich dann auf zwei Mahlzeiten verteilt habe. 70,8 Gramm, was aber völlig noch ausreichend ist für eine Person von 62 bis 63 Kilo. Denn so viel Gramm müsste ich eigentlich essen. Und Methionin war jetzt genau da, wo es sein sollte. Für mich 0,9 Gramm. Darunter sollte ich nicht fallen, dann wäre ich in einem Methioninmangel. Auch wenn der Chronometer das anders sieht hier. Ihr seht hier 158%. Das stimmt so nicht. Vitamine, da taucht Mangel auf. Wieder bei Vitamin B3. Also B1, B2, B5, B6. Alles in Ordnung. Vitamin B3 waren nur 97%. Fast alles aus Zucchini. Nein, 20% aus Zucchini. Vitamin B12 war in Bier drin, 4%. Oh ja, das stimmt. Vitamin B12 ist in Bier drin, weil das vergoren ist mit Hilfe von Bakterien. Und Bakterien bilden Vitamin B12. Folsäure war weniger als sonst, aber war genug. Vitamin A, Süßkartoffeln, ne? Ausreichend. Vitamin C, 300%. Vitamin D, ey. Ich war nicht draußen, es war 37 Grad. Ich habe im Haus gesessen, habe gelernt und habe mich alle 10 Minuten nass gemacht an allen Stellen, die irgendwie nicht mit Kleidung bedeckt sind und habe versucht, nicht zu sterben. Es ist unerträglich. 37 Grad ist für mich unerträglich. Ganz, ganz schlimm. Vitamin E auch gut hier, ne? 3 Esslöffel Sonnenblumenkerne plus ein Teelöffel Dings, Olivenöl. Cool. Vitamin K ebenso. Die Mineralien. Da war ich mit Kalzium etwas zu niedrig. Ich hätte noch mehr trinken können, denke ich. Wobei, das stimmt natürlich auch wieder nicht, denn es war noch Wasser in meiner Gemüsepfanne drin und so. Also eigentlich, denke ich, war ich bei 1000 Milligramm. Aber selbst 911 Milligramm sind auch kein Thema, weil, um Osteoporose zu verhindern, schon 600 Milligramm reichen. Und die Kalziumempfehlungen sind eigentlich viel zu hoch weltweit. Kupfer. Eisen 24,3 Milligramm. Das sind 3 Milligramm weniger, als ich sonst esse oder so. Aber hier alle Mineralstoffe ausreichend vorhanden. Sodium, also Natrium, habe ich nicht mitgerechnet. Und Zink auch da. Das war interessant. So, und ich habe den Mond gesehen. Ich dachte, der wäre heller irgendwie. Der war halt sehr. So eine bräunliche Scheibe irgendwo hinten am Firmament. Ich war im Park, weil von meinem Balkon aus man den nicht sehen konnte. Und der Park war brechend voll. Ich habe den noch nie so voll gesehen. Auf meine Idee kamen offensichtlich auch noch andere Leute, die sich da, wie heißt denn sowas, so Stühle, Liegestühle hingestellt hatten und von da aus dann den Mond geguckt haben. Ich habe ein Foto gemacht, wo man kaum was sehen konnte. Aber ja, jetzt habe ich eine totale Mondfinsternis gesehen, beziehungsweise einen Blutmond. Habt ihr den auch gesehen? Das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr keins meiner Videos verpassen wollt, abonniert mich. Ich sage ciao. Bis morgen, eure Silke.